Die chinesischen Behörden erhöhen den Druck auf Christen. So wurden in den vergangenen Monaten hunderte von nicht registrierten Hauskirchen geschlossen und Kirchengebäude zerstört, berichtet das US-Nachrichtenportal CBN News. Teilweise seien Kreuze und Jesusdarstellungen aus Kirchen entfernt und durch Bilder der kommunistischen Partei ersetzt worden. Doch auch staatlich registrierte Kirchen sind vor der Zerstörung laut dem Internetportal Asia News nicht sicher. So haben am 13. August lokale Behörden eine katholische Kirche in Qianwang in der zentralchinesischen Provinz Hubei abreißen lassen. Schätzungen zufolge leben in der fast 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik China bis zu 130 Millionen Christen. Ein großer Teil trifft sich in staatlich nicht registrierten Gemeinden. In Köln hat die Gamescom begonnen. Sie ist mit mehr als 1000 Ausstellern nach eigenen Angaben die größte Messe für Computer- und Videospiele auf der ganzen Welt. Auf der Veranstaltung ist auch das Evangelische Stadtjugendpfarramt Köln mit einem Stand vertreten. In der kirchlichen Jugendarbeit kommen die elektronischen Spiele immer öfter zum Einsatz, berichtet Jugendbildungsreferent Daniel Drewes der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. In vielen Jugendtreffs, die früher mit einem Tischkicker auskamen, stehe heute auch eine Konsole. Das gemeinsame Spielen biete eine gute Gelegenheit, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Gamescom dauert noch bis zum 25. August. Es werden rund 500.000 Besucher erwartet. Christen sollten nicht auf den in die Kritik geratenen Gründer der Willow Creek Gemeinde in South Barrington bei Chicago, Bill Hybels, herunterschauen, sondern auf ihr eigenes Leben Acht geben. Das rät der Trainer für Gemeindeleiter, Pastor Arthur Siegert, in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Für Leiter allgemein sei es wichtig, korrekturfähig zu bleiben und sich von ihren Mitarbeitern oder einem Coach kritisieren zu lassen. Für Pastor Thomas Harry spielt auch die Prägung im Elternhaus eine entscheidende Rolle für die Persönlichkeit des Leiters. Harry sprach auf der Willow Creek Konferenz im Frühjahr in Dortmund zum Thema sich selbst leiten. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Es gibt im Leben jedes Menschen, auch jedes Leiters, jedes Verantwortungsträgers ein paar Bereiche, in denen er nachreifen muss. Man erkennt sie meistens in Krisen, dort, wo man merkt, dass Dinge schief laufen, und man ahnt, dass das auch mit mir zu tun hat, dass das mit vielleicht Mustern zu tun hat, die durch mein Verhalten auch in eine Organisation einfließen. Und dass man sich dem stellt, dass man dort nachreift, vielleicht mit der Hilfe eines guten Begleiters, das würde Wesentliches zu einer reifen Persönlichkeit beitragen.